Und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zur dritten M-Track-Sendung in der Saison 2018. Nachdem die Rennserie des ADAC MX Masters das letzte Mal in Mölln zu Gast war, sind wir heute zum MSC Drabender Höhe Bielstein gereist, nur 20 Autominuten von Köln entfernt. Die 1630 Meter lange Strecke ist definitiv eine der Traditionsstrecken und dient schon zum vierten Mal als Austragungsort des ADAC MX Masters. Bereits in den 50ern fanden hier schon die ersten Motocross-Rennen statt. Besonders spannend an dem Hartbodenkurs ist vor allem die Streckenführung. Die Fahrer haben hier mit Waldpassagen, also wechselnden Lichtverhältnissen, steilen Anstiegen und diversen Rhythm-Sections zu kämpfen. Eine Strecke, die sich perfekt in die umliegende Natur einfügt. Max Nagel hat für uns die Strecke genauer angeschaut. Viel Spaß aus der Sicht von Max Helmkamera. Okay, hier haben wir die Startgerade. Da geht es ziemlich steil berg hoch und links. Ist noch relativ nass gewesen, in der Früh, ist sehr rutschig. Dann geht es oben in der Wellensektion. Kann man zwei reinspringen und doppel raus. Oder wie ich jetzt einen einzelnen Doppel und Single. Schwierige Rechtskurve beim Anbremsen, wie beim Speedway kann man driften. Hier sieht man auch viele Spuren, ist ziemlich rutschig, geht in den Wald rein. Dreht ziemlich dicht an den Bäumen vorbei, schwierig zum Überholen, das heißt braucht einen guten Start. Dann geht es über einen kleinen Sprung links. Hier beim Anbremsen auch viele Steine, eine kleine Kuppe runter. Dann rechts auch relativ eine Spur, ein kleiner Sprung. Hier links interessant, kann man relativ mit viel Gas runterfahren. Hier hat man zwei Spurmöglichkeiten, einmal innen, eine außen, das gleiche hier. Einmal innen über eine Welle oder außen flach vorbei und dann geht es einen Berg hoch. Relativ lang Vollgas mit einem großen Sprung, mit einer harten Landung. Aufpassen, dass man nicht zu weit springt, weil da auf ziemlich enge Rechtskurve kommt. Dann die links wieder Spuren. Hier gibt es auch zwei Möglichkeiten, kann man innen fahren und außen. Das heißt, man kann überholen. Kommt ein kleiner Step-Up, darauf folgende Wellensektion, macht Spaß zum Fahren. Man kann auch wieder innen und außen fahren. Und jetzt kommt die schwierigste Stelle, Sprung, und das ist eine ganz eine enge hängende Linkskurve. Aufpassen, dass man nicht zu schnell ist. Dann geht es wieder ganz eng rechts rum, ist alles zweiter Rang. Dann eine lange rechts, am besten im Stehen fahren, ist ziemlich rutschig. Hier eine kleine Kuppe runter, hier geht es über die Straße. Und dann ziemlich viel Speed für den größten Sprung von der Strecke, knapp 30 Meter. Und jetzt hat es eigentlich ziemlich viel Vollgasanteil, ein Sprung wieder beim Landen, hochbeschleunigen. Scrub-Sprung, kann man versuchen flach zu springen. Hier schwierig, war nass, ziemlich viele Spuren. Geht es über eine kleine Kuppe rechts, auch wieder schräg runter. Lange rechts, bis dann hier das Ziel ist. Dann kommt nochmal eine enge links, wo man von außen versuchen muss, gut Schwung mitzunehmen für eine Wellensektion, wo man doppel und dann Seat Bounce 3 springen kann. Das ist die schnellste Möglichkeit, Helferbox, und sind wir wieder beim Start. Nachdem die Positionen klar sind, der Startplatz festgestampft und vorgespurt ist, treffen die Piloten der Masters-Klasse am Startgatter ein. Alle gehen in Position für den ersten Lauf des ADAC MX Masters. Max Nagel kann sich den Red Bull Hole Shot im ersten Rennen klar machen. Dicht gefolgt hinter ihm liegen Lukas Neurauter, Vaclav Kova, Henry Jacobi, Hunter Lawrence und Sullivan Jourlin. Es dauert aber nicht einmal eine Runde und das Feld hat sich komplett neu aufgestellt. Sullivan Jourlin ist nun an der Spitze vor Hunter Lawrence und Artem Guriev. We'll be right back.
Lawrence macht permanent Druck und schon in Runde 2 knackt er Jolland und zieht vorbei. Max Nagel, der inzwischen auf Platz 8 durchgereicht wurde, scheint nun im Feld festzustecken und kann sich zunächst nicht lösen. Aber nicht nur die Top 3, sondern auch Henry Jacobi haben den Gashebel auf Anschlag. Genug für Jacobi, um sich auf Position 3 etwas vom Feld abzusetzen. Max Nagel gibt alles, um an Jacobi ranzukommen und fährt knappe 2 Sekunden schnellere Rundenzeiten als der erstplatzierte Lawrence. Kein Wunder, dass sie bereits meilenweit vom Russen Guriev weggezogen sind und knappe 10 Sekunden Abstand haben. Jacobi versucht jetzt wieder ein klares Polster herauszufahren. Und nicht nur das gelingt ihm, sondern er kassiert im gleichen Zuge auch den zweitplatzierten Jolland. Max Nagel nutzt die kurze Unsicherheit von Jolland und kann ebenso vorbeigehen. Jetzt muss der Franzose aufpassen, dass er nicht weiter nach unten gereicht wird, denn hinter ihm reiht sich Lukas Neurauter ein. Boom, der Fight um Platz 2 scheint kein Ende zu nehmen. Nagel und Jacobi geben sich ein geiles Racing. Die beiden Deutschen haben den Hahn voll offen. Nagel scheinbar doch etwas mehr als Jacobi. Immer wieder wagt er Angriffe nach vorne. In Runde 11 kann er Jacobi dann hinter sich lassen, der sich zwar nicht geschlagen gibt, aber nun versucht Platz 3 zu verwalten, um auf Sicherheit zu fahren. Während die Positionen auf dem Podium gefestigt scheinen, entfacht auf den dahinterliegenden Rängen ein kleiner Fight. Der bärenstarke Österreicher Neurauter nimmt sich nun Jolland aufs Korn und hat in Runde 15 nur eine knappe Sekunde Abstand. Jolland wehrt sich mit allem, was er kann. Neurauter muss aufpassen, denn auch Jeffrey De Wulf lauert hinter ihm. Lukas Neurauter hat die Situation aber im Griff und der Druck zahlt sich aus. In Runde 16 kann er am Franzosen Jolland vorbeiziehen. Die Chance nutzt kurz vor Schluss auch noch De Wulf. Jolland ist nun durchgereicht auf die Position 6. Im vorderen Feld bleibt der Rennstand unverändert. Hunter Lawrence lässt keinen mehr an sich herankommen. So ergibt sich folgende Podiumsplatzierung im ersten Lauf der ADAC MX Masters. Hunter Lawrence vom Team KMP Honda Racing auf Platz 1. Max Nagel vom Team TM Factory Racing auf 2. Gefolgt von Henry Jacobi vom Team STC Husqvarna Racing. Vor dem Rennen haben wir Dennis Ulrich gefragt, wie es mit seinem eigens gegründeten Team Two-Stroke Revolution läuft. Dennis, zur Mitte der Saison nochmal die Frage, wo stehst du mit deinem Projekt gerade? Ja, ich denke, im Moment ist es ein bisschen schwer, die ganze Zweitaktsache allgemein motiviert weiterzumachen, weiter zu betreiben. Aber wie gesagt, die ersten 2 Rennveranstaltungen waren es natürlich nicht immer mein Lieblingsstrecken mit Drena und Mölln. Entweder Sand oder ziemlich rutschig. Und von dem her kann man die Vorteile der Zweitakt dann nicht wirklich ausspielen. Die Vorteile sind eher, wenn es richtig griffig ist, Spuren hat, wo ich quasi den Schwung und die Wendigkeit der Zweitakte in den Kurven ausnutzen kann. Aber natürlich ohne Grip in den Kurven ist es schwer, schneller als die anderen um die Kurve zu fahren. Dadurch
Gas die Viertakt noch ein bisschen mehr drin, wenn von unten raus hat es viel leichter zum Dosieren, gerade wenn es keine Anlieger hat. Tue ich mich gerade noch ein bisschen schwer. Allgemein ist es auch, denke ich, nicht einfach, ein Team vom Boden aufzubauen. Von dem her ist auch die ganze organisatorische Sache dahinter eine große Herausforderung. Aber so langsam steht alles. Ich fühle mich auch immer wohler. Und ich denke, meine Strecken kommen auf jeden Fall noch, wo ich richtig angreifen kann. Hier im Bielstein habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass in ein paar griffigen Kurven ich wirklich meine Vorteile ausspielen kann. Leider war es die letzten Wochen ziemlich trocken. Das heißt, der Boden ist nicht wirklich tief. Unten ist es hart drunter, auch wenn sie versuchen, ihr Bestes natürlich zu geben mit Wässern. Die oberste Schicht weicht ein bisschen auf und unten drunter zieht es einfach nicht richtig den Boden ein. Von dem her, ja, lässt der Grip leider hier auch ein bisschen auf sich warten. Aber nichtsdestotrotz ist Hartboden. Ich fühle mich auf jeden Fall schon besser als die letzten Rennen. Und ja, werde schauen, was dann dabei rauskommt. Es gibt ganz viele Zweitakt-Fans. Eine ganze Menge zollt dir Respekt, supportet dich und fiebert mit dir. Ja, auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich viel negatives Feedback bekommen, sondern eigentlich nur positives, motivierende Worte. Und ja, das ist natürlich für mich schön. Ich mache es auch einen gewissen Teil für die Fans, damit ich einfach ein bisschen was zurückgeben kann. Und ich denke auch, dass die ganze Zweitakt-Geschichte, wie früher, denke ich, alle aufgewachsen sind auf dem Zweitakt, so wie ich auch persönlich, ist jetzt so ein bisschen, ja, gerade in den größeren Klassen gerät so ein bisschen Vergessenheit. Auch der Umstieg von der 85er aufs Großmotorrad wird die 125er meistens ausgelassen und von dem her möchte ich auch einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es ein geiles Konzept ist. Und auch die jüngere Generation ein bisschen mit einbeziehen und denen ja, ein bisschen Zweitakt-Feeling übermitteln. Wie schon in den letzten Sendungen möchten wir euch einen weiteren Hauptpartner in der ADAC MX Masters Serie vorstellen. Nolan hat sich zu einem wichtigen Bestandteil der MX Masters entwickelt. Was hat Nolan bewegt, einer der Hauptsponsoren zu werden? Warum? Wir sind seit 2017 mit Seriensponsor der MX Masters, weil uns natürlich auch die Nachwuchsarbeit ein bisschen am Herzen liegt. A, haben wir natürlich ein Produkt, was da ganz gut reinpasst mit den Motocross-Helmen von X-Lite und von Nolan. Und B, waren wir schon immer stark in der Nachwuchsförderung im Motorsport und da ist hier natürlich auch die ideale Basis. Deswegen haben wir zum Beispiel auch einen Sonderpreis für den schnellsten 85er und 125er Fahrer. Ja, ist eine tolle Plattform, Europas schnellste Rennserie und für uns natürlich fast schon Must-Have dabei zu sein. Seid ihr besonders mit dem Motocross-Sport verbunden oder ist das nur eine von vielen Sportarten, die ihr bedient? Grundsätzlich verbindet uns alles mit Motorsport und was mit zwei Rädern und Motoren zu tun hat. Wir sind in der Straße recht aktiv, auch in der IDM in Deutschland und beim Motocross natürlich genauso aktiv. Das Produktportfolio ist da natürlich auch da, für uns eine tolle Basis, wie ich eben schon sagte. Und auch Motocross ist toll, klar. Wie sieht es denn bei der Weiterentwicklung von Helmen aus oder passiert da wenig? Nein, also entwickelt wird immer und es ist auch immer Luft nach oben. Wir haben letztes Jahr ein neues Modell gelauncht, ein neues Modell kam auf den Markt mit dem 502. Da versucht man natürlich immer up-to-date zu sein. Hier eine tolle Plattform, um weiterzuentwickeln. Wir holen natürlich auch das Feedback der Fahrer, die den Helm nutzen. Aber generell, es wird immer weiterentwickelt und da wird auch nie ein Stillstand sein. Um was geht es bei der Weiterentwicklung? Um neue Materialien? Ja genau, hauptsächlich beim Motocross ja immer entscheidend. Der Tragekomfort, dass man schweißabsorbierendes Innenfutter nimmt, dass die Belüftung toll ist, gerade jetzt bei den hohen Temperaturen, dass man vielleicht eine Vorbereitung hat für ein Trinksystem, für ein Camelback. All diese Sachen, da sind wir immer dran und da wird stetig dran entwickelt. Gibt es Unterschiede im Aufbau eines Motocross-Helms zu anderen Motorsporthelmen? Nein, generell ist ein Helm gleich aufgebaut, ob es ein Straßenhelm ist oder ein Motocross-Helm. Diese EPS, diese Innenschale und die Außenschale, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass auf der Straße genauso oft gestürzt wird. Ich denke sogar ungleich härter, weil meistens Asphalt ist und kein Gelände. Aber wir sind stets bemüht, auch die Sicherheit so gut wie möglich darzustellen und dass dem Kopf natürlich so wenig wie möglich passiert. Hier immer schön zu sehen, wenn man mit dem Helm stürzt, dann ist der Helm auch schon mal kaputt und das ist völlig normal. Das ist auch wichtig und das wird hier auch wirklich ganz, ganz ernst genommen, die Geschichte. Sieht man immer schön bei der Abnahme, wie viele Helme denn nicht mehr abgenommen werden, weil sie im vorigen Lauf einfach mal gestürzt sind. Grundsätzlich, Sicherheit steht an erster Stelle, egal ob Straße oder Offroad, der Helm ist vom Aufbau derselbe. Yeah.
geht es weiter mit dem zweiten Lauf des ADAC MX Masters in Bielstein. Nachdem die Piloten ihre Startpositionen vorbereitet haben und in der Signing Lab waren, wird sich am Startgatter aufgereiht. Wieder einmal ist es Max Nagel, der sich den Red Bull Hole Shot sichert. Und es ergibt sich ein ähnliches Starterfeld wie in Lauf 1. Hinter Max Nagel wieder Artem Guriev, Sullivan Jolin und Henry Jacobi. Und es geht direkt richtig heiß her. Mit einem Mega-Whip fliegt Henry Jacobi an Jolin vorbei. Jacobi wagt permanent Angriffe nach vorne. Doch nicht nur vorne geht es ab, Martin Kretsch macht richtig Druck auf Ecker. Das zahlt sich aus. Kretsch fährt nun auf Position 5, aber auch Gettemann ist gut drauf auf seiner Kawasaki. Büttner fährt zunächst noch vor ihm, eine Runde später aber ist Gettemann auf der Position 6. Währenddessen schnappt sich Jacobi den Russen Guriev, der nun Jolin hinter sich lauern hat. Max Nagel, der inzwischen knapp 9 Sekunden herausgefahren hat, setzt sich weiter von Jacobi ab. Auf Position 8 der Deutsche Tim Koch. Hinter ihm der Österreicher Neurauter. Beide haben den Australier Hunter Lawrence im Genick. Gettemann macht richtig Dampf und präsentiert sich bestens mit den zweitbesten Zeiten nach Max Nagel. Der Belgier lässt es richtig laufen und tauscht zunächst Plätze mit Martin Kretsch. Gettemann nun auf der 5. Jacobi muss sich gegenüber dem Belgier Gettemann behaupten. Ob das gut geht? Hinter Gettemann auf der 5 immer noch Stefan Büttner und Martin Kretsch. Derweil hat sich aber Lawrence die beiden zum Ziel gesetzt. Jetzt wird es richtig eng. Die Jungs liefern sich einen Rad-an-Rad-Kampf. Aber auch im Kampf um Position 5 bleibt es spannend. Lawrence, der sich erst Kretsch schnappt, fetzt in Runde 12 auch noch an Büttner vorbei. Kretsch wittert direkt eine Chance, nun auch Büttner einzukassieren. Easy, er zieht an ihm vorbei. Und auch der Österreicher Neurauter will noch mal vorne mitmischen. In den letzten 3 Runden schiebt er sich vor Kretsch auf Position 5. Aber was geht denn bitte vorne ab? Inzwischen haben Lawrence und Gettemann Guriev auf Platz 6 verdrängt, um sich Position 3 und 4 zu sichern. Abgerechnet wird aber natürlich erst an der schwarz-weiß karierten Flagge. Mal schauen, ob er diesem Druck standhält. Anstatt eine Attacke auf Gettemann zu fahren, muss Lawrence eher aufpassen, dass er in den Kurven nicht zu weit ausholt. Neurauter scheint nämlich ein starkes Interesse zu haben, ihm diesen Platz wegzuschnappen und ihn in der Kurve zu überholen. Sowohl Gettemann als auch Lawrence können aber nichts mehr reißen. Und es bleibt dabei ein weiterer Startziel-Alleingang von Max Nagel.
Er gewinnt den zweiten Lauf der ADAC MX Masters in Bielstein. Hinter ihm der Husqvarna-Pilot Henry Jacobi, gefolgt vom Belgier Jens Gettemann. Tagessieger ist mit 47 Punkten Max Nagel vom Team TM Factory Racing. Dahinter Hunter Lawrence vom Team KMP Honda Racing mit 43 Zählern. Und auf Platz 3 Henry Jacobi vom Team STC Husqvarna Racing mit 42 Punkten. Herzlichen Glückwunsch! In der Meisterschaft steht Max Nagel vom Team TM Factory Racing jetzt mit 144 Punkten auf Platz 1. Henry Jacobi vom Team STC Husqvarna Racing belegt mit 119 Punkten Platz 2. Und der Belgier Jeffrey De Wolf vom Team Motorshop Desmet KTM positioniert sich mit 95 Punkten auf Platz 3. Ja, Bielstein war ein super Wochenende für mich und fürs Team. Sonntag war traumhaftes Wetter, eigentlich perfekt fürs Motocross. Viele Zuschauer waren hier, Streckenbedingungen waren auch richtig gut, hat Spaß gemacht zum Fahren. Strecke ist sehr anspruchsvoll hier und schwierig zum Fahren. Im ersten Lauf hatte ich einen guten Start, habe dann leider in der zweiten Kurve einen ziemlich großen Fehler gemacht und bin bis auf Platz 7 zurückgefallen. Dann bin ich wieder vorgefahren auf 2, war gut. Hunter Lawrence war aber schon ein Stück weg, da habe ich dann jede Runde Zeit gut gemacht. Und dann war ein kleines Problem am Motorrad. Ich denke mal, dass ich irgendwo einen Stein reinbekommen habe und habe dann Geschwindigkeit rausnehmen müssen, um ins Ziel zu kommen. Aber ich war gesagt, mit Platz 2 war ich dann zufrieden und habe dann für den zweiten Lauf an das Motorrad genommen, um sicher zu sein. Und habe einen Start gewonnen, bin vorne weggefahren, habe immer auf den Mechaniker geschaut nach den Rundenzeiten, um konstant zu fahren. Und war richtig gut dann. Habe einen großen Vorsprung gehabt und trotzdem immer weiter gepusht fürs Training und auch, um keinen Fehler zu machen. Und war einfach ein super Tag. Danke. Und das war's aus Bielstein. Wir sehen uns zum nächsten Rennen im österreichischen Möggers.